So, willkommen zurück zum Let's Play XCOM Enemy Within. Endlich mal richtig gesagt. Wir sind gerade dabei. Mit Facilities. Wir brauchen einen Satellite Uplink. Genetics Lab. Das Genetics Lab. Das zählt als Workshop. Vielleicht wenn ich ein Labor daneben baue, kriege ich einen Bonus dadurch. Will ich das? Die Foundry habe ich auch noch nicht gebaut. Wie viel kostet denn ein Satellite Uplink? Habe ich 110 Engineers. Muss man das bauen, würde ich sagen. Übrigens seht ihr hier unten auch immer, wie das vorangeht. Moment, wenn ich mal ein bisschen rauszoome. Ja, so. So, jetzt sind wir hier gerade, das haben wir gebaut. Sozusagen den Fahrstuhl, der geht bis hier hin. Jetzt sind wir gerade dabei, hier die Sachen auszuwählen. Ich glaube, die Seite holen wir erstmal aus. Also seht schon. Man sieht dann schon, was vorangeht. Hier ist mein Power-Generator, mein Satellite-Uplink. Unbebaut. Ja. So ist das. So, endlich ist das Genetics Lab aber hier bald mal fertig. So, fällt mir was ein. Build by Items. Reprons, Medikit. Oh, ich brauche 12 Ingenieure dafür. Ich weiß nicht. Flashbang Grenade. Denke nicht, dass ich jetzt irgendwas davon brauche. So, New Soldier, da muss ich Reaperman mal. Müsste wieder dabei sein mit den New Soldiers. Sein New Research. Habe ich den Schrotflintenlaser und den Sniper Rifle sozusagen, den Scatter Laser. Den Sniper Rifle davon. Interrogate Thin Man, das würde ich gerne erstmal machen. Den sozusagen vernehmen. Der ist schon ein bisschen badass, wie er da rumläuft. So. Lead in 14 Tagen. Sign your research. So, was habe ich denn jetzt bekommen? UFO Technology Research Credits, alles klar. So, Capros Armor, Heavy Lasers. UFO Power Source könnte ich jetzt erforschen. Alien Nav Computer. Ich tue jetzt mal eine neue Armor hier erforschen, muss mal sein. Genetics Lab is now prepped and fully stopped. We can begin genetic modification of our soldiers on your order. The meld substance has been enormously valuable in advancing our theories on genetic modification. So far, we've been limited to the augmentation of existing human organs. With the latest autopsy results, we now have the option of incorporating alien physiology into our genetic enhancement programs. Shot of the miss. It may be asking too much of our soldiers. They would be even more capable on the battlefield. Das ist halt was. Das ist sowas, was ich mache, auf jeden Fall. Den brauche ich nämlich. Weil dadurch ist er 66% schneller wieder im Einsatz, wenn er verletzt wurde, noch im Einsatz. Darf ich jetzt? Also, er ist. Ich sage jetzt nochmal, weil es gerade schlecht zu verstehen war. Er ist nach dem Einsatz, wenn er verletzt wurde, 66% schneller wieder da. Das ist schon verdammt viel. Und außerdem regeneriert er 2 HP pro Runde. Was seine Basis-HP sind sozusagen hier die. Die Plus-HP nicht, sondern die HP. Und dann werde ich das doch mal confirm. Ja, ich möchte das machen. I'll have the selected volunteer sent to surgical prep immediately. Once the genetic modification is complete, I will notify you directly. Das werde ich wahrscheinlich bei allen auf jeden Fall nach und nach reinbringen.
So, da haben wir unsere ersten genmodifizierten Soldaten. Guppy, du bist unser Versuchskaninchen. Wir sind auf dem Threshold eines neuen Art von Warfare. Unsere Soldaten waren bereits die Humanität's best warriors. Now, as we learn from our fallen enemies, we can make their strengths to our own. Ja. Da muss ich jetzt mal kurz in die Baracken, weil hab ich ja auch neue Soldaten jetzt. Ja. Oh, Baracken, New Soldiers. Lillian. Ne, Lillian ist Frau. Frau. Ah. So, Customize. Jawohl, Commander. Bestätige. Okay. Sowas. Das ist ja der Reaper Man. So, Herr und Helmet. Das war auch Reaper Man. So, Namen soll man hier auch noch ändern. Der zweite. Schade. So. Jetzt seht ihr hier schon, die hatten jetzt eine Klassenänderung. Was auch bedeutet, er hat ein bisschen Aussehensänderung. Weiß nicht, das nehme ich vielleicht doch jetzt mal wieder runter. Weil der Helm irgendwie. Armor Deco kann ich euch mal zeigen. Es ist nicht mehr ganz so viel Armor Deco möglich für das andere. Wie ihr gerade schon seht. Deutlich andere. Womit der Helm irgendwie lächerlich aussieht. Kannst du das mit hier? Die Helme sehen alle irgendwie lächerlich aus jetzt. Obwohl die neuen Helme sehen irgendwie lächerlich aus. Wobei, der geht vielleicht noch. So, das ist mein Heavy mit Genmodifikation. Officer Training School. Squad Size muss ich auf jeden Fall mal erforschen. Purchase. Confirm. Gain from kills. Iron Will. Larger Will Bone each time they are promoted. Okay. So. Scan for activity. Oh je. Terrorangriff. Looks like they've changed their tactics. But why? Why do this? Komm, ist die Chrysalids. A message to the entire world that nothing can stop them. Das sieht mir schon ein Pinsel jetzt aus wieder, ne? Die Chrysalids. Die Viecher. Boah, sind so ekelhaft. Das schon gleich. Ich kann immer noch keine Waffen bauen, oder? Ach, das ist so scheiße. Ich würde so gerne die Waffen bauen. Ich darf aber nicht. Das habe ich mir gerade noch gekauft. Ich habe noch keine verbesserte Rüstung.
Tja, würde ich sagen, sind Sky Ranger. Sex Needle Line. Loadout, das rausnehmen. Clear Unit. Edit, Loadout. Clear Unit. So. Chris Reaperman. Hat der gerade hier was anderes gehabt? Edit Unit. Optimize. Das. Edit Unit, Loadout. Was ist das? Edit Unit, Loadout. Was ist das? Und jetzt ziehen wir jetzt zurück. Ich weiß nicht, ich bin hier doof. Customize, da wollte ich hin. Wollte ihm das geben. Hab ich den. Boah, ich bin ein Trottel, habe ich den Dark Floor gegeben. Customize. Loadout. Kann auch die dem Arc Thrower geben, aber. Ich glaube, eine Frag Grenade ist da passender. Kurz was gucken. Baracken, View Memorial. Chris Reaperman, das der einzige bis jetzt, der gestorben ist. Ja, dann brauche ich wohl noch jemanden. Die haben es immer noch vor 2 Tage. Ey. Ihr habt, das ist doch ein schlechter Scherz jetzt. Ich habe nur noch Frauen, die ich noch nicht zugewiesen habe. Na. Wie gesagt, Squad-Ergänzung und so. Ich kann aber den Support mitnehmen. Du kriegst so den Arc Thrower. Und du kriegst das Medikit. So. Goopy Roadblock hier. Oh, lieber so rum. Nein! Das war zu viel. So, also mein Sniper, Roadblock, Pixie Repo, Launch Mission. Jetzt wird's richtig übel. Die Chrysaliden sind einfach nur der schlimmste Gegner, den ich bei XCOM so kennengelernt habe, einer der schlimmsten. Gerade so früh, wenn man noch keine richtig fetten Waffen hat. The next deployment site is in the UK. Ist schwierig. We've gotten reports of alien activity taking place in a densely populated. Aber wieder eine neue Karte. Ich ziehe einen Flug absetzen. Ich kenne ich so glaube ich noch nicht mal. Central, this is Big Sky. Confirm signal uplink. Strike team is in position near the terror site. Awaiting confirmation. So. Solid copy, Big Sky. Strike one has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Ja, die Civilians protecten. Oh, der kann übelst weit laufen jetzt. Bestätige! Position bestätigt. So, so. Zup. Er kommt nie bis hin ganz. On my way. Kann aber die hier hinschicken, dass sie die rechte Seite da übernimmt. Den kann ich auch bloß davor stellen. Zum Aufmachen. Scheint zum Glück nicht so schlimm zu sein, dass es nur davor stellen ging. Gehe in Position. Oh, das sind die Chrysaliden. Bei den Schatten. Ah, und Floater haben wir auch noch, das ist natürlich sehr gut. Voll, einer tot.
Damit ist einer von den einfachen Menschen, sag ich mal, tot. So. Dich machen wir erstmal platt, würde ich sagen. Oh nö. Komm, versuch's. Nee. Schafft er nicht. So ist halt von hier. 69, komm, jetzt machen wir mal weg. Oh, ich habe wieder einen Kill. Hey, Promotion. Das freut mich. Moving to position. Overwatch. Woll. Oh, was ist denn da oben? Oh, oh nein, da bin ich zu weit vorne, bin ich viel zu weit vorne. Viel zu weit vorne. Oh, wegen dieser, die können springen wie sonst was. Was macht denn der? Der Typ da oben. ...85% zu Hit. Problem ist, bei dem zählt Deckung einfach nie. Bei denen zählt Deckung einfach nicht. Die Decken gehen ja auch nicht in Deckung. 82%. Aber 3 Damage, das ist nicht gerade viel. Jetzt ist die Waffe von dem Typen auch noch leer. So, 69, komm. Jetzt brauchen 3 Damage, um den zu töten. Komm, mach's schon. Jawoll. Die sind nämlich ultra heilig. Wenn die mich mit einem von meinen töten, dann sind die mit den gleichen oder mit extrem vielen Lebenspunkten als Zombies dann wieder am Start. Das ist super hässlich. Wollen wir mal dahin gehen, damit ich vielleicht noch ein paar Leute retten kann. Also die zwei vor allen Dingen, die ich mitnehmen kann. Oder noch 3 Leben. Komm, töte ihn. Ah, shit. Die machen nämlich auch irgendwie 8 Schaden oder so mit einem Treffer. Sind wieder hochgegangen. Sind wieder runtergekommen. Komm, mach weg. Und zwar Schaden. Komm, versuch du's nochmal. Jawoll. Wenn er schon mal wirken kann. Könntest da hochdashen, aber dass mir was bringt, ist eine ganz andere Sache. Ich werde aber wahrscheinlich irgendwie so 2 Squads machen müssen. Die Leute retten. Verschwinde von hier. Den muss man da hinten dann nachladen. Wieder am Start. Den Sniper haben würde ich fast dem das mitgeben. Da sozusagen. Mit bewegen. Ich weiß nicht, ob es hier auch wieder Seeker gibt in so einem Einsatz. Die auf dem Dach muss erstmal sein lassen. Die müssen hier nur rumsterben. So, irgendwie muss ich mir mal aufbauen lassen hier.
So, noch eins saven. Es sind schon 6 gestorben, ey, meine Fresse. Oh ne, das ist jetzt aber ungünstig. Gerade ein Feld weiter zu sehen sind. Fahren Sie mal Seite. Fällt mir gar nie. Wirklich so gar nie. Das Schlechteste, was passieren konnte. Na, hässlich. Ich verstehe sowas nicht. Warum es dann immer so ein Feld ist. Jetzt sterben wir wahrscheinlich jetzt wieder 2, oder? Naja. Entschuldigung. Damals ist Reaperman in Panik. Oh, danke. Der ist in Deckung gegangen. Das finde ich sehr gut. Oh nein. Oh, der Typ. Der tötet einfach nur Zivilisten, weil das kann. Also da dämlich. Tja, so wird es zu den beiden Squads, ne? 44 und 59. Und nutzen diese Critical Strike-Fähigkeit. Komm, mach weg. Jawoll, einer weniger. Ich hab keine Kugeln mehr. Rücke vor. Du bist sicher. Weg hier. Oh, der muss mal nachladen. Zeit zu killen. Und du rennst mal hinterher. Hätte vielleicht doch lieber zusammengehen sollen. Wäre vielleicht doch die sichere und bessere Variante gewesen. Wer geht nur auf Overwatch erstmal? Dann müssen wir nachladen. 20, oh Gott. Dann lieber Overwatch. Oh, wer ist denn? Ah, der kann ja auch dahin schießen. Oh shit, da hab ich überhaupt nicht gedacht. Ich Trottel. Oh Gott, hab ich mir überhaupt nie gedacht, dass er dahin schießen könnte. Okay. So, der hat eh keine gute Treffsicherheit. Ich muss das Wortschatz von dem erstmal benutzen. Flugziel verfehlt. Noch Granate hinterher. Ich hoffe bloß, wie man übersteht. Wenn er noch so einen Treffer abkriegt, ist er tot. Das war echt äußerst ungünstig. Ah, der hat 2 Health regeneriert. Das ist sehr geil. Das ist ja schon mal die Fähigkeit, die ich haben wollte. Ja, sehr gut. Das geht natürlich auch. Da hat Reaperman sehr gut getroffen. Oh! Und damit habe ich 11 von 18. Das ist immer noch eine gute Leistung. Die Chrysalide am Anfang zu töten, das hat mir, das passt schon ganz gut. Ja, die eine nette Dame zu verlieren. Ja. Ja. So, das war sozusagen unser 8. Einsatz. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, ich hätte gerne mehr Männer in meinem Team, damit ich auch meine Leute passend so machen kann, wie ich es gerne hätte. So, und jetzt Sniper. Jetzt brauche ich immer die gleiche. Und zwar kann man dann auf Gegner schießen, die die Verbündeten sehen. Und man kann dann zwar keine Wahrscheinlichkeit, kritisch zu treffen. Hier ist der Quatsch. Ich kann schießen, nachdem ich gelaufen bin, aber dafür bin ich um 10 Aim ungenauer. Finde ich dumm. So. Jetzt habe ich Squad-Zeit, da kann ich halt auf viel größere Entfernung schießen. Das finde ich viel sinnvoller. So, Chris Reaperman. Noch ein Heavy. Was ist denn heute los? Nur Heavys, ey. Leutnant. Roadblock Gubby Leutnant. 50% plus 50% Damage against robotic enemies. Confers a second reaction shot with an Overwatch and the first reaction shot is a hit. Also wenn der einen Reaction Shot macht und der trifft, darf er dann nochmal schießen. Ja, ich will lieber gegen Roboter besser sein. Gerade mit den Seekern und so. Sergeant Felix Crater Hardcore Saxony. So, da hätten wir die gleiche Fähigkeit. Oh. Wizard Barracks. The Council Medal of Honor is now unlocked. Urban Combat Badge. Ja, Chrysalid Autopsie kann ich jetzt machen. United Kingdom und Panikreduktion. Wie ist die Situation momentan? Oh, die ist ja ziemlich entspannt.
I'm sure the troops will be eager to get out there and even up the body count. Dann werde ich nochmal ein paar Soldiers heiraten müssen. Hier sind wir auf 20 hoch. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin meinem Kanal treu. Bis bald.